Weidmannsheil, liebe OJ-Zuschauer. Wir sind im wunderschönen Sachsenforst in unserem Testrevier und wir wollen heute einen günstigen Pierstock bauen. Genau, ein guter Pierstock kostet im Laden auch schon die ein oder andere Mark. Deswegen haben wir gedacht, okay, was haben wir an Materialien vielleicht zu Hause oder in der Jagdhütte, die man noch verbrauchen kann? Was kann man im Baumarkt besorgen? Und da gibt es diese Rangstangen, gibt es in verschiedenen Größen. Und daraus kann man einen wunderbar leichten Pierstock bauen. Und da wollen wir euch heute Schritt für Schritt durchführen. Genau, wir machen zwei Varianten. Einmal eine mit Verschraubung und einmal eine mit einem Fahrradschlauch. Das sind beides sehr günstige Varianten. Sag doch mal, Phil, wo liegen wir hier eigentlich materialkostenmäßig? Die Rangstangen kosten, ich glaube, 1 bis 2 Euro. Ja. Schrauben, Muttern hat jeder in der Werkstatt irgendwie rumfliegen, sind Centartikel sonst zur Not im Baumarkt. Paracord. Hat man Outdoor-Enthusiasten haben das auch zu Hause, sonst kriegt man das im Internet bei einschlägigen Versandhäusern. Fahrradschlauch vom kaputten Fahrradreifen liegt auch irgendwo in der Werkstatt rum. Scharfes Messer hat jeder, einen Akkuschrauber hat jeder. Also um den Pierstock zu bauen, keine 10 Euro. Ja, würde ich auch sagen. Wir mussten eigentlich nur die Rangstangen kaufen. Ich glaube, bei uns kostenmäßig für einen Pierstock liegen wir jetzt bei 5 Euro. 5 Euro, ja. Ne? Also günstiger geht's kaum und wir zeigen euch jetzt, wie man das machen kann und dann auch, ob das funktioniert. So, als allerersten Schritt, bevor wir mit dem Bohren anfangen, wir müssen erstmal gucken, wie groß der Schießstock für uns sein soll. Also wir bauen ein einfaches Zweibein als allererstes jetzt und da wir das verschrauben, kann man nachträglich ja nicht mehr die Höhe verändern. Deswegen schauen wir jetzt einmal, wir bauen den für Phil, dass der für Phil passt. Wir nehmen uns von unseren Stöcken, die wir hier haben, 2 Stück und das muss jeder für sich selber rausfinden, wie er das am liebsten haben möchte. Ja. Dann kann man sich das so ein bisschen einfach mal gucken, wie das passt. So, später kann man über das Band, das wir zwischendurch spannen, noch ein bisschen die Höhe natürlich regulieren. Aber grundsätzlich erstmal so, unsere Verschraubung wird dann hier irgendwie sitzen ungefähr. Da können wir mal eben ganz einfach mit dem Messer, danke Focko, eben kleine Markierung, da brauchen wir auch keinen Stift oder irgendwas. Und genau, da werden wir dann gleich schrauben. Oben müssen wir dann noch kürzen gleich. Ja, sonst stören die natürlich, wenn du im Anschlag bist. Ne? Genau, aber erstmal können wir jetzt schrauben, weil dann können wir nachher mit einem Malsägen beides absägen. Sauber absägen, ja, würde ich genau auch sagen. Da bohren wir dann jetzt erstmal. Jawohl. Bohren. Also wir bohren ja erstmal vor. Genau. Wir haben ja Schrauben, haben WM6 Schrauben, also 6 mm Durchmesser. Wir bohren erstmal vor mit einem 3 mm Schrauber, ne? Ja, ich glaube 3 mm war das. Ja. Magst du einmal ein bisschen festhalten, dann kann ich hier... Immer, da hast du markiert? Jo, okay. Ist immer ein bisschen... So, halten wir mal bei dem anderen gleich mit an. Die sind aus Metall, ganz leichtes Metall, von daher so ein leichter Metallbohrer, das funktioniert. So, jetzt eben den anderen. Wir nehmen jetzt 6,5 mm Durchmesser beim Bohrer, ein bisschen größer, dann hat man ein bisschen mehr Spielraum. Genau. Und natürlich, wenn ihr das zu Hause macht und ihr eine Werkstatt habt, ihr habt einen Schraubstock, dann könnt ihr das schön festmachen, dann muss ich mich da nicht raufstützen. Aber wir machen es jetzt halt mal im Revier und dann geht das auch so. Genau, und jetzt haben wir hier durch dieses Plastik so ein bisschen Fransen. Ja. Da kann man eben mit dem scharfen Jagdmesser einmal rübergehen. Ja, klar. Dann rebbelt die Schnur entgraten, auch nicht so. Sagt man doch, oder? So ist, glaube ich, der Fachbegriff. Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, was ein professioneller Zielstock-Hersteller sein. Gibt es die? Ja, natürlich gibt es die. Gibt's die. Genau. Jetzt nehmen wir einmal unsere Schraube, stecken eine unserer Unterlegscheiben
darauf, damit wir eine möglichst große Auflagefläche haben und das Metall nicht zu sehr oder zu schnell eindrücken. Jetzt kann man hier 3-4 von den Unterlegscheiben nehmen, die wir als Abstandhalter zwischen die zwei Stöcke platzieren, damit die nicht aneinander reiben. Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Und ein bisschen leichter auseinander gehen. Jetzt stecken wir den zweiten Stock rauf, nehmen erneut eine Unterlegscheibe wie auf der anderen Seite und wir haben glücklicherweise hier eine Flügelmutter. Jetzt kann man die ein bisschen festziehen. Ja. Muss nicht super fest sein, aber so, dass die einfach halten. Dass sie nicht so total locker sind, ne? Genau. Jetzt können wir das einmal auseinandernehmen hier. Ja. Das ist schon mal unser Grundgerüst. Jawohl. Ich muss ja sagen, das hat jetzt nicht mal 5 Minuten gedauert, ne? Nö. Nicht wirklich. Das ist schon, das geht ist schon krass. Wir müssen jetzt gleich noch einmal bohren. Ja. Und zwar da, wo wir unser Band platzieren. Ach so, ja, dass wir das durchziehen können. Ja, klar. Genau. Willst du dir das Messer haben? Dann kannst du das markieren, oder? Ja. Schauen wir mal, was eine gute Höhe wäre. Ich denke. Also ungefähr so 50 Zentimeter, gut. Ne? Ja. Genau. Okay, also wieder mit der Bohrmaschine. Wieder die Bohrmaschine. Erstmal vorbohren. Genau. Wieder einmal wechseln. So, wo hast du markiert? Ja, ich markiert. Okay. Jetzt ist er einmal. Genau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir legen ihn so. Wunderbar. Wir machen einfach unsere eigene Zielstockmanufaktur. Ja. So. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, das geht fix. Wieder entgraten. Entgraten. Das ist natürlich ein scharfes Messer von enormem Vorteil. Genau, wo ist das her? Das ist deins. Ja, das habe ich von Eurohand. Ah, okay. So. Okay. Alles klar. Soweit, so gut. Nochmal gucken. Jawohl. Das ist eine gute Höhe, da kann man das Band gut durchspannen. Es hängt dann auch nicht zu weit unten. Genau. Jetzt kappen wir oben das Überschüssige. Ja. Nochmal eben gucken. Also wir brauchen hier diese Zwille, wo das Gewehr drin liegt. Je nach Schaft liegt es natürlich höher oder tiefer. Ja gut, das müssen dann die... Das muss man muss jeder für sich selber wissen. Ne? Und ich sag mal so 10 cm, das reicht vollkommen aus. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ja. Wir markieren mal mit dem Messer. Genau. Und dann machen wir das ab. So ist, glaube ich, ganz gut. Okay. Ja, da braucht man natürlich eine Metallsäge für. Sonst geht es nicht. Aber das sollte auch ohne viel Mühe zu erledigen sein. Genau, magst du einmal festhalten? Ja. Hast du den Punkt? Ja, das ist. Willst du noch ein bisschen näher ran? So, ja, ist besser. Ist gut. Geht ja wie Butter. Schnell und schmerzlos. So. Diese Endkappen. Die nehmen wir ab, oder? Die nehmen wir ab und benutzen sie, stecken sie nämlich hier wieder rauf. Ja. Brauchst du den Schrauben links hierfür? Ja, ich glaube, das... Zange. Das ist das Fachwort wieder, ne? Ja. Das Ding ist es nicht, es ist die Zange. Geht das? Ja. Ja. Okay. Easy. Die sind meistens so ein bisschen angekokelt und dann darauf gesteckt worden in der Fabrik. Deswegen gehen die mit der Hand schlecht ab. Da sollte man schon irgendwie eine Zange nehmen. Hier wieder ein bisschen entgraten. Das Gröbste ein bisschen abmachen.
Genau. Jetzt einfach wieder draufstecken. So. Die Stöcke sind ganz dankbar. Die haben nämlich zwei Enden. Einmal eine mit so einem kreuzartigen Aufsatz. Ach so, und einmal mit Spitzen. Ja. Und da ist natürlich von Vorteil, wenn man die Spitzen nach unten nimmt. Ja, weil dann kann klar. Man die, hast du ein bisschen mehr Grip, ne? Genau, hat man schön Grip. Jetzt haben wir hier oben eine schöne Zwille drin. Jawohl. Und jetzt schneiden wir uns ein Band zurecht. Wie viel lang muss das ungefähr sein? Müssen wir mal gucken. Na gut, aber man kauft ja Paracord immer in Metern. Genau. Da ist das nicht so wichtig. So, wir machen erstmal eine Seite hier durch und dann mit einem ganz einfachen Hausfrauen- oder Hausmannsknoten. Ja, der soll ja nur als Stopper dienen, ne? Genau, das ist einfach nur auf der einen Seite als Stopp. So, und jetzt gucken wir mal. Ist ein bisschen tüdelig hier. Lieber immer ein kleines Stück zu viel abschneiden. So, dann schneiden wir den hier mal ab. Genau. Wer es richtig einmal eben die Enden abflammen. Veröden, mein Lieber. Veröden, noch ja. So ein Fachwort. Wer es richtig gut machen will, der kann sich auch einen Kordelstopper, wie man sie in Jacken hat oder an Pullovern, einen Kordelstopper benutzen. Ja. Dann kann man nämlich das Band auch noch länger einstellen. Die Länge, ja klar. Beziehungsweise länger lassen und dann, ich habe es jetzt ein bisschen großzügig gemacht, ja. Weil dann kann ich den Knoten auch noch wieder versetzen. Ja, ja, klar. Je nachdem, es geht nur darum, dass wenn ich das aufstelle, dass mir das nicht komplett abhaut. Ja, ja, absolut. So, also das hat, stehen soll es auf dem Boden. Ja. Und das Band ist einfach nur, ja, super. So. Und fertig. Fertig. Also ich habe jetzt nicht die Zeit angehalten, aber ich glaube, es waren nicht 10 Minuten, die wir dafür gebraucht haben. Ausprobieren tun wir es nachher. Ja, genau. Im Bestand. Aber ich bin ganz zufrieden. Ich glaube, es funktioniert. Absolut. Man muss halt sagen, das ist ein Budgetmodell. Wir wollen natürlich nicht damit konkurrieren mit einem 300-Euro-Teil, was man von einem Hersteller kaufen kann. Das ist ganz klar. Aber man muss ja auch sagen, der Einstieg muss ja nicht immer das 300-Euro-Teil sein, sondern wie gesagt, das kostet nicht mal 5 Euro in der sag ich mal, Konfiguration, die wir jetzt haben. wunderbar. Wenn man anfängt zu jagen oder wenn man irgendwie einen günstigen braucht, den man in der Ecke stehen lassen kann, ist das genau das Richtige, oder? Ich habe davon immer einen im Auto. Ja. Einfach einmal komplett durchschieben. Ja. Wenn der mal kaputt geht, dann baut man sich eben einen neuen. Genau. Das ist. Und jetzt zeigen wir euch eine Variante, die ist noch einfacher und noch günstiger. Ihr glaubt es nicht, aber es ist möglich. So, dann wollen wir gleich mal weitermachen. Genau. Ich stelle den mal hier hin. Das ist wieder ein klassisches Zweibein, was wir jetzt machen. Allerdings mit einem Fahrradschlauch. Genau. Und warum mit einem Fahrradschlauch, Phil? Ein Fahrradschlauch ist schön elastisch, aber auch reißfest. Und wir können damit die Höhe verstellen, wo unsere Zwille sitzen soll. Ja, stimmt. Wir können dementsprechend wieder ein vorgefertigtes Maß nehmen. Ja. Und indem wir den Fahrradschlauch darauf setzen und den verschieben können, können diesen Schießstock auch mehrere Personen gleich gut nutzen. Ah, ja, hast du also recht. Ja, ja, klar. Jetzt haben wir diesen hier zum Beispiel. Wenn jemand kleineres diesen nutzen würde, hätte er eine größere Auslage und je nach Boden fängt der Stock natürlich an zu rutschen. Ja, ja. Mit dem Fahrradschlauch können wir das umgehen. Da haben wir quasi also einen variablen. Einen variablen Schießstock. Oh, nicht schlecht. So, und da brauchen wir jetzt nur den Fahrradschlauch für. Ja. Okay, ich bin mehr begeistert. Nicht. Dann mach mal. So, wir nehmen hier ein schön breites Stück. Ja. Dann reißt der Schlauch erstmal nicht so schnell. Und zweitens hat der noch ordentlich Spannung denn. Ja, ja. Ach, wenn der länger ist, weil also wenn er kürzer ist, dann spannt er nicht so gut. Ja, okay. Gut, hast du recht. Und dieses Spannen ist gleich ganz wieder wichtig. Zwei Stangen. Genau, wieder von unserem Bestand. Zwei Stangen.
Einfach den Schlauch oben rüber. Okay, das ist natürlich immer ein bisschen fummelig. Das ist ein bisschen fummelig, aber das geht auch. Das Einzige, was ich mir natürlich vorstellen kann, wo man unsere Zuschauer darauf hinweisen müsste, ist, der Fahrradschlauch sollte nicht mürbe sein oder porös oder so. Ja, weil genau. Der bewegt sich ja die ganze Zeit und irgendwann fällt dann auf einmal der Schießstoff auseinander. Genau, aber wenn man so einen alten Fahrradschlauch hat, wenn da 10 Löcher drin sind, ist es auch okay. Einfach nicht wegschmeißen. Selbst wenn der porös wird, nach einem Jahr benutzen und immer draußen im Wetter und so. Guck mal, wie viel hier dran ist. Ja, da kannst baut du man sich 20 dann 20 von machen. Genau. Ja. So, wir müssen gleich wieder absägen. Aber jetzt haben wir bereits einen Schießstock. Das ist wunderbar. Vor allen Dingen, ich finde, das funktioniert auch so gut, weil der auch so schön zurückspringt. Genau, das ist halt, das hast du hier nicht, leider. Du könntest natürlich jetzt noch die Super-Premium-Variante für die Zwille machen, die nicht höhenverstellbar ist, aber auch wieder zurückspringt, indem man hier, bevor man das verschraubt, auch einen Fahrradschlauch rüberzieht. Ja gut, aber... Muss man aber nicht. Das ist natürlich jetzt hier der Vorteil. Und wenn jemand kleiner ist, funktioniert das auch. Ja. Und wenn der erstmal so steht, dann steht der auch. Ja, ja. Also klar, es ist hier top. Hier ist nichts. Klar, da muss man natürlich drauf achten. Ne? Wir müssen natürlich jetzt noch wieder absägen. Wir müssen jetzt wieder absägen, genau das wie bei dem. Also einfacher und günstiger geht es, glaube ich, nicht. Das ist schon gut. So, dann markier mal und dann. Ja, schauen wir mal. Für mich, ich nehme mich mal als oberes Ende. Ja, ja. Bist du ja auch. Nehmen wir das Messer, Dankeschön. Dann haben wir mal wieder hier einen Schnitt. So, wo haben wir es markiert? Da. Ach so? Mhm. Das kommt echt nicht auf einen Zentimeter drauf. Ja, an. Klar, aber ungefähr, ne? Ja. Gut, jetzt das soweit, wieder die Enden. Nicht die Enden, sondern die Enden. Moment bitte. Ein bisschen auseinandernehmen. Wenn man es natürlich vorher entgratet, geht es einfacher. Ja. Fertig ist der Schießstock. Ja, wunderbar. Was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ganz klar, wir fahren jetzt noch mal kurz ins Revier und probieren die Dinge aus, wie das mit der Büchse im Anschlag ist. Wir sehen uns also gleich. Jetzt sind wir im Wald in unserem Pirschbezirk und wollen einmal kurz die Theorie in die Praxis umwandeln. Deswegen, Phil, stell mal deinen Pirschstock auf. Hier die Büchse. Natürlich vorher leer kontrolliert. Für mich passt, ich finde es gut. Ich nutze die Schraube hier immer noch so ein bisschen als Daumenauflage. Ja, das ist super, stimmt. Da kann man noch gut festhalten. Der ist auf jeden Fall abgenommen. Der ist abgenommen. Einmal die Gummivariante. Jo. Da muss man natürlich manchmal gucken. Ja gut, der verrutscht natürlich manchmal, das stimmt. Genau, aber das ist ja kein Problem, kann man ja schnell wieder in Position bringen. Ja, sieht auch super aus. Ja, hier ist auch das Schöne, wenn du die Waffe einlegst, der federt noch so ein bisschen. Ach, durchs Gummi, dass er sich noch so ein bisschen... Genau, und ja, das ist nicht so ein ganz harter Anschlag. Und ja, das Zusammenklappen ist natürlich, wenn man es leise macht... Ja, und Vorteil ist natürlich, den können auch andere benutzen. Ne? Da musst du einfach nur das Gummi verschieben und dann kann das jemand, der kleiner oder größer ist, machen. Ja, theoretisch kannst du dich damit auch hinsetzen, wenn du, wenn du willst. Aber das machen ja die wenigsten. Das machen die wenigsten, aber genau. Naja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir haben euch gezeigt, wie ihr zwei sehr günstige Schießstöcke selber bauen könnt. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss.